In diesem Video zeige ich euch, wie mein neuer Modellbahnhintergrund und eine saubere Anlagenkante einfach alles verändert. Grüß euch miteinander und willkommen zu einem neuen Bauvideo der Mober Manufaktur. Gekauft habe ich den Hintergrund bei modellbahning.de, da sie dort Hintergründe auf 1 mm dicken Polystyrolplatten anbieten. Diese sind im Prinzip selbsttragend und können auch sehr eng um die Kurve verlegt werden. Die Wahl fiel dabei auf das Motiv Bayern Teil 1 bis 3, natürlich mit Bergen und einer typischen Alpenlandschaft drauf. Absolut passend für unsere Anlage. Gesamtlänge 9 Meter, Höhe 70 cm. Mit knapp 300 Euro auch nicht direkt teuer. Bevor wir mit der Montage des Hintergrundes starten, zeige ich euch noch, wie ich eine saubere Anlagenkante gestalte. Zuerst achte ich darauf, dass alle Schrauben leicht versenkt sind, somit kann ich diese mit Holzkitt überspachteln. Nach dem Trocknen schleife ich alles und mit einem Tuch wird der Staub entfernt. Als Farbe kommt ein Kunstharzlack zum Einsatz, den habe ich in Anthrazit noch daheim und schafft eine moderne Anlagenoptik. An der Kante zur Landschaft wird per Pinsel aufgetragen. Damit schiebe ich die Farbe vorsichtig zur Kante, um nicht die Begrünung zu zerstören. Die Fläche wird dann mit der Rolle bemalt. Gefällt mir schon mal richtig gut, schön sauber und modern, so möchte man das doch haben, oder? Dann starten wir mit den Vorbereitungen zur Montage des Hintergrundes. Zuerst entferne ich alles, was von der Anlage rausragt. Hier zum Beispiel Teile vom Siedlungshaus, aber auch Bäume werden etwas gestutzt. Auch sortiere ich den Hintergrund in der Reihenfolge, wie ich ihn anbringen möchte. Aktuell kommen noch nicht die ganzen 9 Meter zum Einsatz, sondern nur circa die Hälfte. Den Rest benötige ich bei der geplanten Anlagenerweiterung. Thank you.
Um ein Montagegerüst zu bauen, schneide ich erst einen Schwung Holzleisten zurecht. Hier betreibe ich wieder Upcycling. Das war mal eine alte Sonnenliege, die nicht mehr brauchbar war. Löcher werden alle vorgebohrt, damit das spröde Akazienholz nicht splittert. Der Aufbau erfolgt Schritt für Schritt. Es wird alles ausgemessen, dann verschraube ich die Tragleisten an der Anlage. Die oberen Leisten, an denen später der Hintergrund befestigt wird, bekommen starke Schraubmagnete. So wird der Hintergrund später auch abnehmbar sein. Eine Probemontage des Hintergrundes ist hier sehr wichtig. Nur wenn alles schön gerade und im Winkel ist, passt später auch der Übergang zwischen den Platten. Nochmals darauf geachtet, dass alles passend ausgerichtet ist und dann wird final verschraubt. Die roten Pfeile zeigen euch die Führung, wo die Hintergrundplatten aufliegen. Natürlich erhalten auch die Hintergrundplatten einen Gegenmagneten. Hier schneide ich selbstklebendes Magnetband zurecht und platziere es über der Position der Tragmagneten.
Das System hält sehr gut und rollt mit der Anlage mit. Auch kann ich durch die Befestigung per Magnet den Hintergrund abnehmen, wenn dies für weitere Baumaßnahmen oder Wartung der Anlage notwendig ist. Auch zum Filmen werde ich das manchmal machen, sonst verliere ich ein paar sehr gute Perspektiven am Bahnhof. Da man am Übergang der Platten manchmal die weiße Kante etwas durchscheinen sieht, kaschiere ich hier nochmal mit Filzstiften. Nach dem starken Auftrag tupfe ich sie mit einem feuchten Tuch wieder ein wenig ab, bis ich circa die passende Farbe habe. Und nun zu dem Punkt, der Hintergrund verändert einfach alles. Seht euch nur mal diese Bilder an. Tiefenwirkung ein Traum, Übergang zwischen Anlage und Hintergrund beinahe nicht erkennbar. Sogar Grüntöne passen perfekt zusammen. Um es mal auf Österreichisch zu sagen, geh bist du deppert, was für eine Wirkung. Für mich ist das mit Abstand die Baumaßnahme, die am meisten positive Veränderung der Anlage gebracht hat. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Bitte abonnieren und liken, wenn es euch auch so gut gefällt. Ciao und bis zum nächsten Mal, die Mober Manufaktur.